Hallo alle zusammen, willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wir schauen uns heute mal die Titanfall Beta an. Und ich habe gerade meine Einladung bekommen für die Beta und ich dachte mir natürlich, ich kann euch jetzt nicht länger auf dem Trockenen sitzen lassen. Und darum schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe vor, jetzt erstmal hier das Tutorial zu spielen. Wer gleich in Action treten will, kann sich das natürlich auch in der nächsten Folge einfach angucken. So schaut jetzt das ganze Hauptmenü aus. Ist eigentlich ganz nett aufgezogen hier mit so einem Hintergrund, der ein bisschen animiert ist. Wir wollen jetzt aber direkt hier ins Spiel reinspringen. So, ja, jetzt hier direkt so ein hübsches Artwork im Hintergrund. Ladebildschirm. Ich habe das jetzt noch gar nicht groß angespielt. Ich habe jetzt tatsächlich nur nur mal die Grafikeinstellung ein bisschen angepasst. Und wir schauen uns jetzt hier in erster Linie mal das Training an. Und wie gesagt, alles weitere gibt es dann in dem nächsten Video. So, das Ganze lädt jetzt ein bisschen vor sich hin. Titanfall besteht, ja, beziehungsweise setzt sich zusammen aus der Source Engine, also die Engine, die auch für Counter-Strike Go zum Beispiel oder Counter-Strike Source oder Team Fortress verwendet wird. Sieht aber doch ein wenig besser aus als diese Titel. Ist einfach ein bisschen besser optimiert. So. This unit is authorized for military use only. Possession by an individual is a class 1 felony. Ich bin jetzt einfach immer mal ruhig, wenn gesprochen wird. Jetzt bin ich schon hier. Ganz hübsch alles anzusehen. Die Texturen sind ein bisschen matschig, wenn ihr das sehen könnt. Jetzt drücken wir mal R hier um. Welcome to the Hammond Pilot Certification Simulator. Warning. Unregistered user detected. Fortzufahren. Training pod is authorized. Welcome, Pilot. Wunderschön, jetzt bin ich eingeschlossen. Ah, das kennt man ja so ein bisschen vom ersten Halo, auf die Punkte schauen. Would you like to reverse the vertical look input? Nein, das möchte ich so lassen. Damit komme ich ganz gut klar. Ah, das hat tatsächlich so ein bisschen was von dem ersten Halo. Da muss man ja auch immer so in solche Punkte reingucken. Und dann die Mausrichtungen umkehren. You are free to move around the simulation. Please walk through the tunnel in front of you. Gut, das Ganze kennt man ja hier. WASD, ganz normale Steuerung. Ist ganz nett gemacht. Sprint through the tunnel. Sprinten geht also auch, ganz normal. Jump over the obstacle. For greater distance, jump while sprinting. Auch noch nichts Ungewöhnliches hier. Und hier kann man wahrscheinlich auch einfach so hoch. Hopp. Ganz easy. Ganz, ganz easy. Soweit noch nichts Unbekanntes. Jetzt Wallrunning. An Wänden rennen. Da wird es vielleicht schon ein bisschen unkonventionell. Also sprinten. Und drauf zu springen, schätze ich mal. Ja, tatsächlich. Funktioniert ganz einfach. Steuert sich auch relativ gut. Oh, da fallen wir runter. Wall runs can be chained together to track your father. Try jumping from one wall run directly into another. Ah, das funktioniert ja ganz gut. Hier geht's auch noch hoch. Hep. Und ach, gerade so geschafft. Wir haben uns gerade noch hochgezogen. Jetzt haben wir hier Freeform Wall Run, okay? Was hat es damit auf sich? Schauen wir mal. Use sprinting, jumping, okay. And wall running to make your way to the exit. Also Freeform heißt in dem Fall anscheinend einfach, dass wir hier in so einer Arena sind. Das ein bisschen andere Texturen hat und uns nicht direkt gezeigt wird, wo wir hin müssen, schätze ich mal. Aber das ist auch noch nicht allzu schwer. Springt also einfach wirklich immer von Wand zu Wand. Jetzt der Double Jump. Jump kits extend your natural jumping ability. Okay. You can jump once more after leaving the ground. Also ich kann hier wirklich zweimal auf die Leertaste drücken und dann kann ich hier doppelt springen. Wait longer before starting the second jump. Double jump and mantle into the hole above to proceed.
Man hat allerdings nicht so lange mal Zeit. Also dieses Jump Kit hier pusht einen nicht so extrem weit hoch. Also das bringt einem nur einen kleinen Schub. Free from Double Jump, das heißt wieder, wir werden in diese Arena reingesetzt, schätze ich mal. Use wall running and double jumping to make your way to the exit. Wo ich hinkomme, wo ich hin muss. Ich schätze mal da zum blauen Licht. Wie komme ich jetzt dahin? Wahrscheinlich so hier irgendwie. Hoppala, jetzt bin ich ein bisschen hoch. So. Und dann wahrscheinlich hier noch lang. Excellent navigational skills, Pilot. Ja. Das war ja auch schon mal ganz interessant. Hier Cloak, also verstecken, sowas in die Richtung. Cloaking, making yourself nearly invisible, is essential to pilot survival. To get past the sentries, cloak first, then move through the area quickly. Also, verstecken, ja? Und dann hier durchgehen. Ah, ist ja ganz. Auch ganz easy. Well done. Kann ich das abbrechen? Nein, ich kann also Cloaking nicht. Abbrechen. Look at your cloak meter on the bottom left of your screen to monitor your remaining cloak time. Dann lädt sich's wieder auf. Okay. Soweit so klar. Ich versuche da jetzt auch ganz fix durchzugehen durch das Tutorial. In closed quarters situations, you can kill silently with a melee attack. Schaut nach Nahkampf aus. Ja, melee attack sagt er schon. Get close to the target to melee. C. Da drehen wir ihm einfach das Genick rum. Behind, you will perform an execution. Meleeing an enemy from the front can be faster, but carries more risk of death. To continue, please pull your weapon. The weapon is empty. Load a fresh magazine. This is the smart pistol, an auto-targeting weapon. Get close enough to a valid target, and the smart pistol will start locking on. Wait for a full lock before pulling the trigger. Use your smart pistol to neutralize the target. Ah, okay, also Gegner werden anscheinend hier automatisch gelockt. Dann kann man also auch hier solche so Art Trickschüsse wahrscheinlich hinkriegen. Schauen wir mal. Target eliminated. Ja, das funktioniert. The smart pistol can lock on to more than one target. Also eliminate all of the targets with your smart pistol. Targets neutralized. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann später im Spiel spielen wird. Especially pilots require multiple locks to kill with one trigger pull. Kill the pilot with your smart pistol. Weil ich frage mich gerade, ob es dann eher die Schwierigkeit sein wird, ob die Schwierigkeit eher darin liegen wird, diese Locks zu kriegen. Target down. Weil, wenn die ganzen Waffen hier oder die Pistole jedenfalls automatisch lockt, dann erscheint mir das ein bisschen einfach. Weil man ja nicht selber zielen muss. Schauen wir mal hier, Firing Range. Switch to your rifle. Okay, meine. Ah, mein Gewehr. Ah, der scheint also nicht automatisch zu locken. Das ist schon mal gut. Down the sights of your weapon. Destroy all of the targets in the shooting range. Machen wir also hier die Roboter fertig. Targets neutralized. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht so viele Schüsse gebraucht. Granaten. Okay, kommen wir auch zu diesem Punkt. Throw a grenade into each of the windows. Okay, schauen wir mal. Hep 1, Hep 2, 3 und Hep 4. 4 out of 4. Nicely done. Gut, gibt kompliziertere Sachen. Pilot Combat Scenario. Schauen wir mal, jetzt müssen wir wahrscheinlich ein wenig kämpfen. Combat Scenario initialized. Hübsch. Destroy all opposition in the area. Oh, wer kommt hier? Gegner. Is located in the upper left corner of your AR display. Da sehen wir schon, meine Waffe lockt gleich wieder. Die geht aber anscheinend nicht unendlich weit. Gerade ob das auch lockt, wenn man sprintet, aber das scheint so. Minimal damage sustained during live fire exercise. Well done. Also es ist wirklich jetzt nicht so schwer. Combat scenario initialized.
hostile Titanfall imminent. Titanfall. Do not take substantial damage from small arms fire. Switch to your anti-Titan weapon. Ah, das ist hier. Das fette Teil. Und da kommt schon ein Titan. Den ich jetzt wahrscheinlich hier fertig machen muss. Destroy the Titan with your anti-Titan weapon. Oh, ist mal unsichtbar. For this certification, death simulation has been disabled. As a pilot, oh gut, jetzt wäre ich schon gestorben. Red, you are close to death. Oder fast avoid gestorben. Taking damage for a short time, and your health will restabilize. Once the red tint on your screen fades away, you have fully recovered. Gehen wir den guten mal hier. Jetzt mal unsichtbar und dann... Ah, wenn ich schieße, ist der unsichtbare Modus anscheinend hier vorbei. Good job. Aber so ein Titan... on a Titan is ja, very dangerous, even with the right weaponry. Muss ich halt gut verstecken. Und der fettes Teil hier. By engaging in combat. Once your Titan is built, you can drop your Titan onto the battlefield. So. To continue, please initiate. So, jetzt darf ich hier meinen eigenen Titan holen. Look to the sky to watch your Titan fall. Und da kommt das gute Teil. Boom. Get close to your Titan und to mount up. Hopp. Rein mit mir in den Titan. Titans are designed to be a natural extension of the pilot. Das User-Interface gefällt mir schon mal ganz gut. Weapon is as easy as firing a pilot weapon. Kann so ein bisschen sprinten. Kill the hostiles arriving in drop pods. Und da kommen schon die ersten hier direkt von mir raus. Doch nicht. Na doch. Ah, da ist der erste. Jemand hat hier so eine Art Raketen-Launcher. Habe ich noch eine andere Waffe? Nein, nicht dabei. Aber mal gucken, kann ich die auch umrennen? Einfach. Ja, das funktioniert auch. Da versammelt sie sich schon. Muhahaha. Und her. Natürlich ganz gut, ne? Die kann sich da drin in diesen kleinen Gängen hier verstecken. Wo ich natürlich nicht so einfach reinkomme. Ich schau gerade so ein bisschen auf der Minimap, wo die sind. Vielleicht ist noch einer. Ja, die machen es natürlich genau richtig, sich da so ein bisschen zu verstecken. Combat scenario complete. Die Gegner. Titan Dash. Okay, schauen wir mal, was das ist. Titans can dash laterally to perform fast directional changes. Ah, okay. To proceed, please dash in any direction you like. The dash ah, das ist das schon, was ich so hier vor ein bisschen gemacht habe. Einfach so ein bisschen nach rechts oder nach links ausweichen. Each blue box represents nach vorne und hinten, denke ich mal, geht das auch. Dash backwards. Ja, das funktioniert auch nach vorne und hinten. Dash forward. Good job. Und da unten haben wir diese Anzeige, die sich hier wieder auflädt. Titans frequently dash to avoid threats in combat. Move down the hallway while avoiding the rockets. Dann schätze ich mal, dass hier uns gleich auf uns geschossen wird und wir müssen jetzt wahrscheinlich hier ausweichen. Ja, müssen wir. Schauen wir mal. Ah. Geht schon und jetzt dashen wir einfach mal nach vorne und da haben wir auch schon das Ziel wieder erreicht. Sehr gut. Titan Vortex Shield, was das ist, weiß ich schon, da können wir diese Kugel mit aufhalten. Titans can be equipped with the Vortex Shield. Und das ist auf this weapon absorbs incoming ballistics. Hat man ja auch schon ein bisschen in den then refires them. In diesen Vorschau Teilen gesehen. Also man hält hier Q und kann dann hier so Sachen mit auffangen. Und boom. Haben hier noch so kleine Drohnen, die kann ich einfach, denke ich mal, auch umrennen. Was mir ganz gut gefällt. Das macht den Titan doch etwas mächtiger. AI Control. Schauen wir mal, was wir darunter verstehen können. Skilled pilots often disembark from their Titans on the battlefield. Ah, jetzt muss ich also aus meinem Titan aussteigen, obwohl ich das eigentlich gar nicht so gerne will, weil dann bin ich ja verwundbar. Ah, schon fettes Teil. Also ab in den Control Room.